Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Ebenezer and the Invisible World. Ich bin Renne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. In der heutigen Episode werden wir zur Bethlehem-Anstalt aufbrechen, um nach Kaspers Mutter zu schauen, ob sie noch lebt, ob sie dort tatsächlich als Patientin, ich sage mal, gefangen gehalten wird, denn die Anstalt hat keinen guten Ruf. Und da werden wir uns nun aufmachen, ob wir da vielleicht erfahren, warum Kaspar zu dem Kaspar geworden ist, der er nun ist. Aber auf dem Weg dorthin wollte ich mir hier nochmal diesen kleinen Bereich des Blackwood-Friedhofes anschauen, wo wir ja nur mit Tauchen weiterkommen, wir mittlerweile ja unter Wasser atmen können. Und mal schauen, was hier ist. Denn es ist ja eine Sackgasse, hier geht es nicht weiter raus, hier muss es was zu finden geben. Und ich habe auch schon eine Vermutung, was wir dort vorfinden können. Denn, das werde ich euch kurz mitteilen, wir haben ja hier die Aufgabe von Angus Bouchard, die reuelosen Fischhändler zu besiegen. Genau bei ihm haben wir das Erbstück gefunden, Kenjis Ring, dass wir unter Wasser atmen können. Das lag direkt hinter ihm. Da war auch noch eine brüchige Wand, habe ich mir gemerkt. Da müssen wir also auch nochmal hin, sobald wir Wände einreißen können. Es könnte gut sein, dass sich diese reuelosen Fischhändler dort befinden. Dem gehen wir doch nun mal auf den Grund, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hauen noch ein paar Briefträger kaputt und ein paar kleine Schneiderlein. Und Grenadiere. So nicht, mein Freund. So nicht. Die kleinen Warnbeißer sind auch wieder da. Na. Glühende Kohlen. Na. Da ging die Attacke des Geistes aber voll daneben. £3.100. Wobei das nicht das Symbol für Pfund ist, aber wir sind doch in London. Es müssten eigentlich Pfund sein. Nicht so, mein Freund. Die verlieren im Moment sehr viele Materialien. Das finde ich gut. Da müssen wir nämlich wieder Neues sammeln. Na, hat er sich wieder in der Wade festgebissen, der Kleine. Jo, hier sind wir richtig. Ah, oh, 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 oh. Ja, ich... Sprich doch keinen Mann an, der sich im Kampf befindet. Aber wir haben hier unten gleich nochmal einen Speicherraum, den ich mir zunutze machen werde. Um nochmal aufzuladen. Warum nicht nutzen? Und noch ein paar Beeren sammeln. Einfach alte Männer hier mit Granaten bewerfen, das gehört sich nicht. Nee. Links.
Mal wieder drauf reingefallen. Oh, da hat uns ihre Tomate erwischt. Aber wegen dem bisschen will ich jetzt nicht nochmal speichern. Das lohnt nicht. Wow. Ach, hier kommt jetzt auch wieder der komische Typ. So, Erbstücke. Was nehme ich raus? Die Laufgeschwindigkeit. Dann schauen wir mal, ob ich recht habe. Falls wir es ja tatsächlich mit Gegnern zu tun haben, belege ich mal das. Und es sieht ganz danach aus. Wow! Wow, wow, wow. Ach du Heiliger! Ach du Heiliger! Ich. Ah! Ah! Das war ein schnelles Ableben. Okay. Ich hätte doch speichern sollen, denn jetzt dürfen wir den ganzen Weg nochmal machen. Ja, aber so weit war es ja nicht. Aber dann werde ich doch tatsächlich nochmal den Speicherraum davor mir zunutze machen. Jetzt habe ich wieder nicht drauf geachtet, ob wir Geld verloren haben durch das Ableben. Aber ihr könnt es mir ja sagen. Ihr könnt es ja im Video nachvollziehen. Ich während der Aufnahme eher schlecht. Im Nachhinein. Aber beim Bearbeiten des Videos werde ich wahrscheinlich wieder nicht daran denken, danach zu schauen. Mhm. Was steht denn da unten? Frutinghaas Vermolas? Stimmt jetzt hier auch die... Okay. Stand das gerade auf Holländisch oder was? Irgendwas ist komisch bei dem Spiel mit den Bugs, die es hat. Solange die Dialoge nicht auf Holländisch sind. Also, nochmal speichern, damit wir das hier nicht wiederholen müssen. Energie verlieren im Vorfeld schon. Die nutzen wir nun, um die Stärke wieder aufzuladen. Genau, Erbstücke brauchen wir wieder. Ey, was ist denn hier gerade los? Okay, so. So, dann nehmen wir, wie gesagt, den Ring wieder raus und die Handschuhe rein. Boah, die Kleinen hier gibt's. Wie halten die denn aus? Wow, wow, wow. Einer ist schon mal weg, zwei sind schon mal weg. Drei sind schon mal weg.
Das dürfte es gewesen sein. War ja gar nicht so schwer. Ich werde dafür sorgen, dass deine alten Partner keinen weiteren Schaden anrichten. Vielen Dank, Sir. Ich bin erleichtert, dass die ehrlichen Vertreter meiner Zunft nicht mehr von den Gespenstern meiner vergangenen Missetaten gequält werden. Und damit hat sich Angus Bouchard angeschlossen. Schauen wir mal, wie seine Attacke aussieht. Eine schöne Fernkampfattacke. Das ist doch hervorragend. Angus Bouchard wurde in einem kleinen Fischerdorf an der Küste Kanadas geboren und wuchs dort auf. Als junger Mann machte er sich einen Namen als geschickter Harpunier. Ein Talent, das bald darauf die Aufmerksamkeit der örtlichen Fischhändler erregte. Mit ihrer Unterstützung gelang es Angus, sich als erfolgreichster Fischer des Dorfes zu etablieren. Irgendwann geriet Angus in finanzielle Schwierigkeiten und betrug die Händler, indem er Gewichte in den Fischen versteckte, um sie schwerer erscheinen zu lassen und so mehr Geld zu verdienen. Jetzt bereut er seine betrügerischen Handlungen und versucht vom Jenseits aus, den Fischern zu helfen, nicht dieselben Fehler zu machen. 50 Gegner mit diesem Geist besiegen und dadurch wird dann die Anzahl der Harpunen auf 3 erhöht. Danke, dass Sie uns gerettet haben, Ebenezer. Und hier haben wir schon wieder etwas. Hier kann man noch den Boden einschlagen. Okay, müssen wir uns auch merken. Ah, ich muss wieder mein Erbstück ausrüsten, dass wir unter Wasser atmen können. Sonst kommen wir nicht zurück. So, und dann wechseln wir, ich würde sagen, wieder auf die schnellere Bewegung. Und dann machen wir uns jetzt auf zur Bedlam-Anstalt. Aber ich werde nochmal vorher tatsächlich den Speicherraum besuchen. Denn der Kampf hat uns doch gerade ordentlich Lebensenergie gekostet. Und so können wir zumindest... Ach! Moment. Ach, schade. Verpasst. Ich dachte, wir hätten noch den anderen Geist ausgerüstet. Dann hätten sie noch erledigen können. Aber wir können jetzt natürlich auch mal hier unsere Kraft ein wenig vorantreiben. Oh, der Schaden, den er verursacht, ist nicht ohne. Ich glaube, das wird auch nicht allzu lange dauern, diese Aufgabe zu erledigen. Vor allen Dingen ist ein Fernkampfangriff doch sehr nützlich. Etwas, was uns fehlt. Hatten wir hier oben nicht auch noch? Ne, hier oben war nur... Ja, okay. Ich dachte, wir hätten da oben noch ein Geistertor. Ja, stimmt. Wir müssen ja auch noch in der Bedlam-Anstalt die Akten finden und zu Samuel bringen, den wir gerade passiert haben, für Jean-Baptiste Bernard. Damit wir diesen auch als Begleiter kriegen. Hallo Tiny Tim. Wir irgendwann nochmal in unser Herrenhaus zurück müssen. Ein paar rote Beeren gesammelt. Oh, hatten wir hier nicht auch nochmal so ein Gitter? Wahrscheinlich, um hier weiterzukommen, oder? Oh, sogar 2 mit der Attacke erledigt. Also bei denen lohnt es sich auch. Sehr schön. Ah, okay. Da war der Schaden... Ja, natürlich, wir konnten ihn ja noch nicht verletzen.
es wohl zwei Attacken brauchen. Jawohl. Ich guck nochmal. Na, hier oben kamen wir in die Fabrik, genau. Sagt dir auch der Wegweiser. Wir können die Gegner hier für Geld und Geisteskraft erledigen. Die Fabrik wollen wir jetzt nicht. Oder gab. Moment. Moment, Leute. Ich meine nämlich irgendwo noch ein Geistertor gesehen zu haben. Kann es sein, dass das hier in dem rechten Bereich zu finden ist? Geheimnisse, glühende Kohlen. Einer Attacke besiegt, das ist doch schon mal gut. Aber was sind die ja alle geschützt? Oh Mist, da ist er natürlich dumm. Genau in seinen Block reingehauen. So. Ah. Moment mal. Ach, ich glaube, hier waren wir schon, oder? Ja, hier waren wir schon. Gut, dann... doch ab in die Anstalt. Keine weiteren Anstalten machen. Das wäre ein billiger Wortwitz meinerseits wieder einmal. Nochmal ein bisschen unsere Energie aufladen. Moment, wie sieht's denn hier unten aus? Da war ein Aufzug. Ja, ich erinnere mich. Hier kommen wir wahrscheinlich dann aus der Anstalt raus, würde ich mal behaupten. Ich glaube, hier haben wir doch wieder Eiskunstläufer am Start. Jawohl. Ah, da war er zu schnell weg. Und dann renne ich auch noch genau in den Rhein. Ah, und der hält so viel aus. Den hätten wir einmal vorher schlagen sollen. Schade, die gesammelte Kraft wieder verschwendet. Und ab in die Anstalt. Wir haben uns ja schon mal kurz umgeschaut und haben dann gesagt, nein, hier wollen wir nicht weiter. Ah! Hat das Ausweichen nicht angenommen. Dann wollen wir mal. Wer bist du? Kleines Mädchen, warum weinst du? Sie können mich sehen? Oh, wie herrlich, Sie können mich sehen. Ich kann dich deutlich sehen. Wie heißt du und warum weinst du? Ich heiße Sophia. Meine Schwestern und ich haben gesehen, wie ein paar Jungs in die Anstalt geschlichen sind. Sie gehören zur Pfadfinderbrigade und einer ihrer Truppführer ist verschwunden. Die Jungs haben Geschichten über Personen gehört, welche die Bethlehem-Anstalt betreten, aber nicht wieder verlassen haben.
Törichterweise dachten sie, sie könnten hier nach ihm suchen. Wenn sie in der Bedlam-Anstalt sind, dann sind sie in Gefahr. Ich muss sie finden. Meine Schwestern Avery und Kenner sind bei ihnen, aber als Geister können sie nur wenig tun. Die Jungs sind im Moment sicher, aber sie haben furchtbare Angst. Sie müssen ihnen helfen. Ich werde sie finden und sie nach Hause schicken. Danke, werter Herr. Und ich glaube, damit haben wir die nächste Aufgabe, die Spiegelgeister-Quest. Aha, damit werden wir dann wohl durch die Spiegel teleportieren können. Meine Schwestern Avery und Kenner wachen über die Jungs. Bitte helfen Sie ihnen. Sophia, Avery und Kenner sind drei Teile des Geistes eines jungen Mädchens. Sie haben keine Erinnerung und wissen nicht, warum sie in der Welt der Sterblichen gefangen sind. Sophia bittet Ebenezer, ihre Schwestern zu finden, die auf eine Gruppe von Jungen aufpassen, die sich in die Bedlam-Anstalt geschlichen haben. Die Schwestern wollen sicherstellen, dass die verängstigten Jungen einen Weg nach draußen finden und vor den reuelosen Geistern beschützt werden, die das Gebäude bevölkern. Na gut, dann wollen wir doch mal schauen. Gehen wir tiefer in die Anstalt hinein. Und haben schon wieder neue Gegner, wie es scheint. Die kennen wir ja schon. Aggressiv alt stürmt er voran. Wir haben einen Speicherraum, den werde ich nicht ignorieren. Wir haben gemerkt, das kann ganz schnell passieren, dass man hier, ja, das Zeitliche segnet. Ah, schade. So. Aua. Okay, die sind auch ganz gut, um ihre, um die Kraft aufzuladen. Hier können wir schon wieder eine Wand einreißen. Das müssen wir langsam mal lernen hier. Ah, das war... Okay, die kriegen keinen Schaden, wenn sie in der Wand stecken. Das ist natürlich jetzt schwer zu timen. Zu früh. Zu spät. Naja, wir laden einfach die Kraft wieder auf. Aufzug, der uns tiefer in die Anstalt führt. Ich bin gespannt. Ah, wir betreten ein weitaus düstereres Setting. Aber vorbei. Wah. Oh, gut, dass wir das noch erwischt haben. Weg mit dir. Wadisand hat die gut verloren. Scheinen hier im Fokus zu stehen. Oh. Da war jetzt aber nichts Besonderes drin, oder? Hier kann man schon wieder eine Wand einreißen. Mann, Mann, Mann. Ja, nein! Aha. Ja,
jetzt aber. Oh, oh, oh. Jawohl. Aber ich glaube, ich sollte irgendeine Heilung zu mir nehmen. Ich werde einen Truthahn essen. So. Die kennen wir noch nicht. Da wissen wir noch nicht, was ihre besondere Stärke ist. Schon wieder eine Wand, die sich einreißen lässt. Links kommen wir nicht lang. Da oben haben wir schon wieder diesen Spiegel. Ich werde noch einen Truthahn essen. Können wir hoch? Jawohl. Hier scheinen wir Socken zu finden. Als Erbstück. Weihnachtssocken. Aber da kommen wir aktuell noch nicht dran. Arbeiten wir uns weiter vor. Oh! Wer bist du? Bruce Hagen. Du siehst aber eher aus wie Hulk Hogan. Nein, Spaß beiseite. Wie Chris Cale von Five Finger Death Punch. Hallo Bonze, hast du kurz Zeit für eine arme, verlorene Seele, die sich verirrt hat? Ja, wie kann ich helfen? Hast du was zum Essen dabei? Ich hätte Lust auf ein paar Fressalien. Fressalien? Geister essen doch nicht. Nee, Späßchen, das ist nur Geisterhumor. Wenn du an die Welt der Sterblichen gefesselt bist und die Bedürftigen nicht helfen kannst, dann hilft es ab und zu ein Witzchen zu machen, um sich die Zeit zu vertreiben. Mir gefällt deine Einstellung. Ich habe noch nicht viele Geister mit so viel Temperament kennengelernt. Mir gefällt dein Temperament auch, Opa. Ha, ich habe gesehen, wie du anderen geholfen hast und genau das brauche ich auch. Ich war mal ein Häftling. Einer meiner Zellengenossen, Rowley Haywood, erzählte mir mal, dass er ein Verbrechen begann und es an einen Landstreicher in die Schuhe geschoben hat. Der Kerl hieß Arvel. Weil eh alle dachten, dass er verrückt wäre, haben sie ihn einfach in der Anstalt eingesperrt. Ein unschuldiger Mann? Eingesperrt? Das ist ja furchtbar. Warum hast du nichts gesagt? Egoistisch, was? Ich war ein Feigling. Ich habe nie auch nur ein Wort über dieses Geständnis verloren. Ich war ja selbst wütend auf das System. Ich habe mich nicht um andere geschert. Haywood weilt nicht mehr unter den Lebenden. Aber ich habe gesehen, dass Arvel immer noch im Bedlam verrottet. Lass ihn frei, ja? Tu ihm den Gefallen. Ich werde diesen Mann finden und ihm die Freiheit zurückgeben, die ihm zu Unrecht genommen wurde. Das mit dem Fressalien war kein Scherz. Ich war selbst einmal ein bekannter Koch in Schottland. Bruce Hagen war mein Name. Vielleicht hast du von mir gehört. Die Häftlingsquest. Bruce Hagen war ein Berufsverbrecher. Er war doch Koch, hat er uns gerade erzählt. Der die meiste Zeit seines Lebens hinter Gittern verbrachte. Einmal hatte er einen Zellengenossen namens Rowley Haywood, der damit prahlte, dass er eine Reihe von Gewaltverbrechen begann und diesem Landstreicher namens Arvel angelastet hatte. Bruce wusste, dass Arvel ein Romani war und damit einer Gruppe angehörte, die er während seiner Zeit als Sterblicher sehr verachtete und sagte es niemandem. Nach seinem Tod bedauerte er seine Entscheidung zu schweigen, konnte aber nichts mehr tun, um den unschuldigen Arvel zu befreien. Bruce bittet Ebenezer, Rowleys Tagebuch zu finden, das genug Beweise enthalten soll, um Arvel aus seiner Gefangenschaft zu befreien. Von dem Tagebuch war keine Rede. Aber egal. Wir haben eine neue Quest für einen neuen Geist. Ah. Tschüss.
merkwürdig aufgebaut schon wieder alles. Ich glaube, ich werde mal oben anfangen. Spinnenmann, komm her. Gerade den Speer nach ihm werfen. Und dann hat diese Attacke schon ausgereicht, um ihn zu erledigen. Was war das gerade? Da schon wieder? Ach du Heiliger! Gargoyle oder was ist das? Autsch! Neues Erbstück gefunden. Isabellas Handschuh. Erhöht die Kraft des Pfeil- und Bogenbegleiters. Ach ja, wir haben ja einen Begleiter. Ganz vergessen. Okay. Gut. Ursprünglich gehört er Isabella Ribeiro, einer mächtigen und rücksichtslosen Adligen aus Portugal. Sie nutzte ihre Gefährten aus, um ihre eigenen Wünsche durchzusetzen und nahm keine Notiz von dem Ärger, den sie damit bei denen auslöste, die sie manipulierte. Eines Weihnachtsabends wurde sie von den Weihnachtsgeistern besucht, die ihr zeigten, welches Leid ihr Egoismus über ihre Gefährten gebracht hatte. Isabella verbrachte den Rest ihres Lebens damit, das Leben von anderen zu verbessern. Das ist auch noch einer, der ordentlich was aushält hier. Ja, und von hier kommen wir auch nicht ran. So kommen wir ran. Aber es hat auch gereicht, um ihn umzubringen. Also hier oben kommen wir gerade nicht weiter. Das heißt, wir müssen die unteren Wege mal abklappern. Ein paar Materialien gefunden. Ein Speicherraum, der kommt gerade wie gerufen, Leute. Scheint nichts zu sein. Also, da kommen wir sowieso nicht hin. Den nehme ich schon mal mit dem Block, den werden wir gleich brauchen. Und dann werde ich mich hier nochmal ein wenig erfrischen. Von dem so eine Geistenergie. Zack, weiter geht's. Ach, das habe ich mir schon fast gedacht, dass wir jetzt den Block wieder von dort oben runterziehen dürfen. Schauen wir mal. Gut, dann geht's wohl hier oben weiter. Anders geht es gerade nicht. Und ich glaube, ich muss mich gleich noch mal umrüsten. Haben wir gerade zwei Gegner erwischt, auch den unter Wasser. Das wäre natürlich super. Aber apropos unter Wasser, schnellere Bewegen raus, Ring an und wir schauen mal, was es hier unten gibt. Ah, stimmt.
stirb. Senols Spiegel, ein weiteres Erbstück haben wir hier gefunden. Verursacht mehr Schaden, wenn die Gesundheit unter 40% liegt. Senol-Tabak war ein meisterhafter Kunsthandwerker zur Zeit des osmanischen Sultanats. Während Senol in seiner Jugend ein bescheidener junger Mann war, schlug seine Bescheidenheit in Selbstbesessenheit um, als er seinen ersten Spiegel herstellte. Senol sah sein Spiegelbild in einer Weise, wie er es noch nie zuvor gesehen hatte, und konnte nicht mehr wegsehen. Immer wenn er sich schwach oder unsicher fühlte, was mit der Zeit immer häufiger vorkam, schaute er in diesen Spiegel und sein Selbstbewusstsein wurde gestärkt. Senol nahm den Spiegel überall hin mit und konnte irgendwann nicht mehr anders, als sich ständig anzusehen. Mit der Zeit zerstörte seine Eitelkeit sein Geschäft, seine Ehe und seine Familie. Er wurde von den drei Geistern besucht und schämte sich für das, was er geworden war. Daraufhin legte Senol den Spiegel für immer beiseite, damit wir ihn hier in einer Kloake in der Bethlehem-Anstalt finden können. Finden und nutzen können. Gut, so viel schon mal dazu. Erbstück wieder weg. Ich glaube, ich rüste mal den Spiegel aus. Wobei ich ungern unter 40% sein möchte von meiner Lebensenergie. Aber wahrscheinlich lässt es sich sowieso nicht vermeiden. Gerade bei Bosskämpfen könnte das ganz nützlich sein. Nein! Wow, was ist das? Blühende Kohlen. Na, die Gegner sind zu klein, um sie richtig zu erwischen. Ach, du Heiliger, was haben wir hier? Ein Säurebad? Oha! Nein! Das habe ich mir ehrlich gesagt schöner vorgestellt. Hier geht's raus. Schauen wir mal, was wir hier haben. Eine Sackgasse. Hier scheint es also was zu finden zu geben. An der Tür steht der Name Havel. Das muss der Mann sein, von dem der Geist Bruce Hagen meinte, er sei zu Unrecht eingesperrt worden. Na dann. Havel, Sie können gehen. Suchen Sie sich heute Nacht einen sicheren Platz zum Schlafen. Kommen Sie morgen früh bei Scrooge und Marley vorbei, dann können wir über Ihre Zukunft sprechen. Ich war so lange unschuldig eingesperrt. Ich kann es kaum glauben, dass dieser Augenblick gekommen ist. Ich hatte schon fast die Hoffnung verloren, dass ich eines Tages frei sein würde. Danke, Sir. Nicht zu danken. Havel ist ein freier Mann. Falls man nach ihm suchen wird, sorge ich dafür, dass er einen angemessenen Rechtsbeistand bekommt, damit seine Freiheit für den Rest seiner Tage sichergestellt werden kann. Sofern er keine Scherereien macht, die ihn zu Recht an mir einsetzen lassen. Das war sehr nett von dir. Mal sehen, ob ich mich heute Abend revanchieren kann. Ich bin mir sicher, du wirst reichlich Gelegenheit dazu haben. Bruce Hagen hat sich dir angeschlossen. So, die Häftlingsquest wurde aktualisiert. Rüste die Häftlingskraft aus und drücke Dreieck, um sie zu benutzen. Ja. Bruce Hagen war ein Mann, der vom Hass auf eine bestimmte Gruppe von Menschen in seiner Stadt zerfressen war und diesen Hass in einer Weise auslebte, die großes Leid verursachte. Sein Handeln verstieß gegen das Gesetz, sodass er zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde.
Im Jenseits bereut er seinen Hass und glaubt, dass alle Menschen als Individuen behandelt und nicht in Sippenhaft genommen werden sollten. Während er seine Strafe verbüßte, lernte Bruce Rowley Haywood kennen, der ihm gegenüber zugab, ein Verbrechen begangen und es einen Landstreicher namens Avel angehängt zu haben. Als er noch lebte, sagte Bruce deswegen nichts, weil Avel zu der Gruppe gehörte, die er hasste, obwohl er Avel selbst nicht kannte. Jetzt im Jenseits hat Bruce es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Unrecht wieder gut zu machen und Avel zu befreien. 30 Gegner müssen wir mit diesem Geist erledigen, damit der Schaden dieser Attacke erhöht wird. Schauen wir uns die Attacke doch mal an. Und arbeiten uns hier mal weiter hinauf. Durch das bescheuerte Säurebad. Eieiei. Eins ist schon mal klar. Moment. Von hier kamen wir, ne? Ja, genau. Seine Kraft verbraucht jedenfalls viel Energie. Die von Bouchard ist aufgeladen, aber von Hagen noch nicht. Immer noch nicht. Hier haben wir nochmal eine Schnellreisemöglichkeit. Die Attacke macht ordentlich Schaden. Und wie es scheint. Au! Seid ihr denn hier für Gesellen? Und wie es scheint, werden wir damit wohl Wände einreißen können. Und wir finden Jacks Glücksmünze. Feinde lassen doppelt so viele Münzen fallen, haben dafür aber mehr Gesundheit und verursachen mehr Schaden. Ich glaube nicht, dass ich die ausrüsten werde. Schauen wir mal. Jacks Glücksmünze gehörte einst dem berüchtigten Glücksspieler Jack Dull. Jack wurde an einem dunklen Weihnachtsabend von den Weihnachtsgeistern besucht, nachdem er bei einem gezinkten Spiel eine große Summe Geld gewonnen hatte. Verzweifelt bat Jack um eine zweite Chance, nachdem ihm der Geist der kommenden Weihnacht sein Schicksal gezeigt hatte. Sein Erbstück belohnt Können statt Zufall. Jeder, der Jacks Glücksmünze in der Hand hält, hat zwar schlechtere Chancen, aber wenn er sich geschickt anstellt, wird er auch besser belohnt. Aber ich glaube, das wollen wir nicht. So, erstmal aktivieren wir hier diese Geisterbahn, indem wir sie jetzt einfach mal aufdecken. Falls wir ja hier eine Schnellreise unternehmen müssen. Alle einsteigen! Und wie gesagt, Schnellreisepunkte werde ich auch markieren. Wie nennt sich die? Die Bedlam-Anstalt. Okay. Noch drei weitere Ausgänge hier in diesem riesigen Raum. Ach so, da waren wir ja gerade. Ich und mein Kurzzeitgedächtnis. Okay, hier geht es vielerorts weiter. Wahrscheinlich. Brauchen wir hier diesen Block, aber da ist ja noch. Moment. Schauen wir eben. Okay. Ich glaube, ich weiß, was wir zu tun haben. Wir brauchen beide Blöcke.
mehr scheint. Na toll. Oh. Oh, oh, oh. Und noch ein Erbstück. Henriettas Scheckbuch. Wie viele Erbstücke liegen denn hier in der Anstalt rum? Erhöht die Chance, dass seltene Gegenstände hinterlassen werden. Oh, oh, das sollten wir auf jeden Fall belegen. Anstelle dieses 40% Bonus nehmen wir doch lieber das Scheckbuch. Einst gehört es einer wohlhabenden Kauffrau namens Henrietta, die durch ihre geschickten Geschäfte ein großes Vermögen angehäuft hatte. Sie war eine stolze und eitle Frau, die glaubte, dass ihr Reichtum sie besser machte als diejenigen, die nicht ihren Wohlstand erreicht hatten. Während die Menschen, die weniger Glück hatten als sie, litten, bot sie ihnen nie ihre Hilfe an. Oh, Entschuldigung. Da sie der Meinung war, dass man die Konsequenzen seiner Entscheidungen selbst tragen sollte. Als sie von den Weihnachtsgeistern besucht wurde, änderte sie ihre Einstellung und begann den Bedürftigen zu helfen. So kleine Rätsel einladen hier drin. Jawohl. Oh Mann, was ist denn gerade los? Oh, das hat die Tür ja gar nicht geöffnet. Den Aufzug hat es geöffnet, oder? So, wo führt der uns hin? Nach unten? Nach oben? Nach unten. Zu einem Speicherort, das ist schon mal gut. Wir haben eh schon wieder über eine Dreiviertelstunde zusammen. Dann kann ich das hier gleich nutzen. Mal schauen, wo wir jetzt hier genau sind. Okay. Dann nutzen wir das Ganze doch mal. Ja, und erkunden die Bethlehem-Anstalt dann im nächsten Video weiter. Ich will gerade nur mal schauen, wie weit wir mit unserem Fortschritt sind. Ja, Bu Sagan haben wir bisher einmal eingesetzt, aber wir haben schon 21 Gegner mit Angus Bucha erledigt, sprich 42% dieser Aufgabe auch schon erledigt. So, wir haben ein paar neue Feinde, die werden wir noch schnell durchlesen. Wir hatten einmal Titus. Titus war sein ganzes Leben lang ein gemeiner Rüpel. Er war schrecklich zu jedem, der anders aussah. Ob größer oder kleiner, dicker oder dünner, jeder, der anders war, wurde Opfer seiner grausamen Behandlung. Seine Wut lässt ihn auch im Jenseits nicht los und führt dazu, dass er in seinem Zorn immer größer wird. Jetzt streift er umher und tyrannisiert jeden, der ihm zu nahe kommt. Dann hätten wir noch Heinrich Schockman. Heinrich Schockman war ein genialer, aber grausamer Erfinder, der seinen Lebensunterhalt mit Experimenten an unfreiwilligen Probanden verdiente. Er entwickelte ein schreckliches Gerät, das die Elektrizität des menschlichen Körpers nutzbar machen und in Maschinen leiten konnte. Um seine Erfindung zu perfektionieren, musste er Experimente an lebenden Versuchspersonen durchführen, die er von den Straßen Londons entführte. Obwohl er gefasst und für seine Verbrechen vor Gericht gestellt wurde, zeigt Schockman keine Reue. Im Jenseits ist er jetzt ein kleiner Mann, der auf dem Boden kriecht und dem Elektroden aus dem Rücken und der Wirbelsäule ragen. Finlay Stream war einst ein Fischer mit einer großen Familie, die am Fluss lebte. Er verbrachte Stunden damit, die Fische zu beobachten und noch mehr Stunden damit, sie in seinem Tagebuch zu skizzieren. Währenddessen kümmerte sich seine Frau Deborah unermüdlich um ihre Kinder und fühlte sich oft alleingelassen. Jetzt kann man seine geisterhafte Gestalt aus dem Wasser springen sehen.
Manche sagen, er springe aus dem Wasser, um zu seiner Familie zurückzukehren, die er neben vernachlässigt hat, und dann vom Gewicht seiner Entscheidungen als Sterblicher wieder ins Wasser gezogen zu werden. Dr. Miga Moss war Mykologin und erforschte die Eigenschaft von Pilzen und ihre medizinische Anwendungsmöglichkeiten. Sie betrieb ein großes Forschungszentrum mit einem Gewächshaus voller Pilze, doch ihre Forschung führte oft in Sackgassen und ihre Finanzierung war häufig gefährdet. Um ihre Forschung fortzusetzen, fälschte sie regelmäßig ihre Daten, um bessere Ergebnisse präsentieren zu können, als sie in den Versuchen beobachtete. Das führte dazu, dass viele Menschen krank wurden. Im Jenseits ist Dr. Moss eine pilzbewachsene Frau, die eins mit der Wand geworden ist und jeden angreift, der ihr zu nahe kommt. Rox Dygra war einst ein Großgrundbesitzer, der seinen Besitz mit Eifer jenseits aller Vernunft beschützte. Er war bei den Einheimischen für seine paranoide Art bekannt, da er sich ständig Eindringlinge auf seinem Land einbildete und sogar Steine auf Kinder warf, wenn diese in der Nähe seines Grundstücks spielten. Jetzt existiert er in Form eines Wasserspeiers, der Eindringlinge einschüchtert und eine Kombination aus Steinwürfen und Portalen einsetzt, um die fernzuhalten, die ihm unerwünscht sind. Na, haben wir hier nicht noch mehr? Den hatten wir schon. Seamus Shackleman. Seamus Shackleman war ein bekannter Arzt in Dublin. Er lebte ein sorgenloses Leben voller Bekanntheit und bescheidenem Wohlstand. Eines Tages verursachte er einen schrecklichen Unfall, bei dem eine unschuldige junge Frau namens Kelly Polly starb. Seamus gab einen Unschuldigen die Schuld an dem Unfall, seinem eigenen Bruder Declan. Declan verbrachte sein Leben im Gefängnis, während Seamus ein Leben der Muße führte. Jetzt verbringt Seamus das Jenseits in der Kleidung eines Häftlings und ist als Gefangener an die Welt der Sterblichen gekettet. Declan Shackleman. Nachdem Declan Shackleman im Gefängnis gestorben und zu einem Geist geworden war, fand er sich im Jenseits gefangen und unfähig loszulassen wieder. Als er seinen sterblichen Bruder Seamus fand, wurde er vom Wunsch nach Rache erfüllt. Er brachte Seamus dazu, schreckliche Taten zu begehen, angetrieben von dem Bedürfnis, ihn so zu leiden zu lassen, wie er im Gefängnis hätte leiden müssen. Trotz der Bitten seines Bruders um Vergebung wurde Declan von seiner Wut und Bitterkeit zerfressen und quälte seinen Bruder unerbittlich weiter. Fischhändler-Metzger. Der Fischhändler-Metzger war schon immer ein gewiefter Geschäftsmann und bereit für ein bisschen Gewinn alles zu tun. Er hatte den Ruf, den frischesten Fisch der Stadt zu verkaufen, aber was seine Kunden nicht wussten, er mischte ältere Chargen verdorbenen Fisches mit vermeintlichem frischem Fisch, um seine Verluste zu verringern. Als er starb, wurde sein Körper in eine groteske Kreuzung aus Mensch und Fisch verwandelt, die für immer als Geist an die Welt der Lebenden gebunden ist. Seine Schuppen und Flossen erinnern ihn nun ständig an die Missetaten, die er im Leben begangen hat. Fischhändler Matrose. Dieser Kapitän eines Fischereifahrzeugs war schon immer ein stolzer und prahlerischer Mann, der für seine Fähigkeit bekannt war, die größten Fischfänge im Meer einzufangen. Doch seine Habgier übermannte ihn und er begann illegale und unethische Methoden anzuwenden, um seine Fänge zu steigern. Zum Beispiel Netze mit kleineren Löchern zu verwenden, um kleinere Fische zu fangen und den Bestand bestimmter Arten zu dezimieren. Als er starb, wurde sein Körper in eine groteske Kreuzung aus Mensch und Fisch verwandelt, die für immer als Geist an die Welt der Lebenden gebunden ist. Seine Schuppen und Flossen erinnern ihn nun ständig an die Missetaten, die er im Leben begangen hat. Ja, so viel zu den neuen Gegnern, denen wir begegnet sind. Wir speichern. Ja, und schauen mal, wie wir hier in der Bethlehem-Anstalt dann weiter vorankommen. Wir haben auf jeden Fall dank Hagen die Möglichkeit, Wände einzureißen. Das heißt, wir müssen auch nochmal hier ganz nach links. Und ja, mal schauen, ob wir das nicht noch irgendwo hatten. Ich glaube, hier konnte man das noch benutzen.
müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen umherstreifen. Aber erstmal heißt es, Kaspers Mutter Lillian war, glaube ich, der Name, hier in der Bedlam-Anstalt ausfindig zu machen. Das aber im nächsten Video. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Ebenezer and the Invisible World wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.